Frau Meyer, Sie haben sich während der Quarantäne die Haare ganz radikal kurz geschnitten. Wie kam es zu dieser Entscheidung und vor allem, wie haben Ihre Mitmenschen darauf reagiert? Ja, zur Entscheidung kam es eigentlich relativ schnell, weil ich schon seit jeher eigentlich immer wieder mit dem Gedanken gespielt habe, es einmal auszuprobieren, sich einfach den Kopf zu rasieren. Nur zu unter Anführungszeichen Normalzeiten würde man vielleicht diesen Schritt nicht so einfach machen, aber in dieser Quarantänezeit hätte ich eigentlich einen Friseurtermin gehabt, die Haare zu färben. Und für mich war es ein Unding, mich zu sehen mit dunkelbraunen Haaren und mit 2 Zentimetern grauen Haaransatz. Ich habe mir gedacht, wenn ich zu Hause bleiben muss, dann hat niemand gesagt, dass ich einen Frust bekommen soll oder dass ich nervös werden muss. Und für mich war es dann einfach der richtige Moment, das auszuprobieren. Es war insgesamt in jeglicher Hinsicht der richtige Schritt, das zu tun. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Haut und mit meinen Haaren. Und die Reaktionen waren zum einen sehr positiv, also ganz viele, die mir Komplimente gemacht haben, vor allem auch Männer, was mich gewundert hat, weil man immer denkt, ein Mann schwärmt von langen Haaren. Es waren auch Kopfschüttelreaktionen dabei, es waren viele Reaktionen dabei, die von Mut und Courage gesprochen haben, wobei ich der Meinung war, es wäre mutiger und couragierter gewesen, wenn ich mit den halb grauen, halb braunen Haaren weiter zu Hause geblieben oder eben meine Einkäufe getätigt hätte. Aber für mich war es einfach richtig so und ich bleibe jetzt auch mal so, weil es für mich sich richtig anfühlt und ich mich richtig wohlfühle. Und Sie sind als Politikerin natürlich im Internet sehr oft den auch beleidigenden Kommentaren ausgesetzt. Lernt man mit der Zeit, damit umzugehen? Haben Sie eine bestimmte Strategie, um diese Kommentare anders aufzunehmen, also als sie nicht als beleidigend zu sehen? Ignorieren Sie sie? Was ist Ihre Strategie? Also Kommentare in verschiedenen Online-Foren lese ich prinzipiell nicht seit Jahren. Ich habe mich einmal mit jemandem getroffen, der ganz wüst über mich geschrieben hat. Ich habe Anzeige erstattet, durch die IP-Adresse wurde diese Person ausfindig gemacht. Und ich habe mich dann mit dem getroffen, weil ich verstehen wollte, was das für eine Person ist. Und der steht heute stellvertretend für mich, für jeden miesen, anonymen Schreiberling. Ganz viel persönlicher Frust im eigenen Leben, schwierige Charaktere, Einsamkeit, Neid, Missgunst. Solche Leute können mich eigentlich nicht beleidigen. Mich interessieren diese Kommentare auch nicht. Ich bin ein sehr offener Typ, ein sehr umgänglicher Typ. Leute, die es ernst meinen, die eine Konfrontation suchen, die an meiner politischen Arbeit oder auch an meinem Privatleben irgendetwas zu kritisieren haben, die können sich jederzeit gerne mit Namen melden. Ich bin gesprächsbereit, man kann mit mir reden, man kann mit mir streiten, diskutieren. Aber Leute, die anonym ihren persönlichen Frust und Hass über andere ausschütten, mich interessiert das nicht, das lese ich nicht. Ich habe gelernt, drüber zu stehen und bestimmte Leute können mich nicht beleidigen, egal was sie schreiben. Stellen Sie sich vor, Sie würden die 18-jährige Uli treffen. Gibt es einen Ratschlag, den Sie ihr geben würden? Also wenn ich heute die 18-jährige Uli treffen würde mit der Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben, dann würde ich ihr mit auf den Weg geben, dass sie, sei es im privaten Bereich oder auch im politischen Bereich, bei manchen Personen vorsichtiger sein soll, dass sie vielleicht bestimmte Menschen, dass sie zweimal hinschauen soll, dass sie bestimmte Leute hinterfragen soll, bevor sie sich auf irgendetwas einlässt. Aber ansonsten würde ich ihr empfehlen, wirklich ganz viele Dinge genauso zu machen, wie ich es
gemacht habe, egal ob sie positiv oder negativ waren, weil ich rundum zufrieden bin und glücklich bin als der Mensch, der ich heute bin, mit dieser Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war sehr oft, ich habe Höhenflüge erlebt in meinem Leben, sei es privat als auch beruflich, auch Tiefschläge, Rückschläge, aber all das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich bin eigentlich zufrieden so, und ich würde der 18-jährigen Uli es genauso wünschen, dass sie diese Erfahrungen noch einmal machen könnte. Dankeschön.